Bluejacking und Blue Snarfing. Was ist eigentlich Bluejacking und Blue Snarfing? Bluejacking und Blue Snarfing bezeichnen beides Angriffe, die über das Bluetooth-Protokoll ausgeführt werden. Blue Snarfing wurde Ende 2003 bekannt, als es Angreifern gelang, über eine Bluetooth-Verbindung Daten von Geräten zu extrahieren. Dabei mussten die Angreifer lediglich den exakten Dateinamen kennen. Diese Lücke im Bluetooth-Protokoll wurde recht zeitnah geschlossen. Bluetooth ist ein weit verbreitetes Protokoll und wird in vielen Geräten zur Kommunikation verwendet. Aus diesem Grund sind Lücken in derartigen Protokollen mit besonderer Vorsicht zu behandeln. Ein wirksamer Schutz gegen Angriffe über Bluetooth ist das Deaktivieren der Verbindung, wenn sie nicht benötigt wird. Einfach, jedoch effektiv.